Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in LS19 Mega. Wir haben unsere Mega Schafsfarm an den Start gebracht mit Schafen. Die wollen wir jetzt einmal noch kurz in Gang bringen und dann müssen wir mal den Drescher abtanken und dann müssen wir mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir auch langfristig hier mit den Schafen arbeiten können. Ich weiß gar nicht, wie viele Schafe passen denn eigentlich in das Gatter rein? Das wäre jetzt auch mal vielleicht eine nicht ganz unwichtige Information. 250. Wir haben gerade mal 30, 31 drin. Da müssen wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gleich kaufen. Beziehungsweise, ich hatte ja gesagt, ne, das eine Feld holen wir als erst und dann wieder Schafe. Dann haben wir so ein bisschen Abwechslung drin und du bist bestmöglich unterhalten. Bestmöglich nicht, weil alles andere schlechter ist als ich. Das verstehen ja Leute immer falsch, wenn ich das so sage. Sondern einfach nur eben drum härter Fleischwurst. So. Hexengut. Wo haben wir denn die Hexengut drin? Mal eben abladen. Ach genau, vom Silo lag Hexengut rum. Ach so, ihr fragt mich wahrscheinlich auch seit der letzten Folge, ah, jetzt hat Gardo doch angefangen zu cheaten und so. Nein, natürlich nicht. Ich kann euch das gleich zeigen. Das war alles BGA-Gedönsrad. Hier, wenn ihr mal schauen wollt. Da unten seht ihr Einnahmen BGA 148.000. Ich habe ganz einfach ganz schnell die BGA befüllt noch. Das heißt, ich habe geerntet, hatte ich ja gesagt, ne? Ich habe dann ach, vielleicht fährt er jetzt auch langsam, weil er fast kaputt ist. Der Anhänger. Ich habe die BGA befüllt mit dem, was hier rundherum war und mit dem nochmal auf dem Feld. Haben wir auch nochmal den Helfer mähen lassen und dann habe ich entsprechend die BGA befüllt und das war halt so, dass ich das noch vor Mitternacht noch verkaufen konnte, weil ich so schnell war. Fleiß soll ja auch belohnt werden. Es gibt ja immer Leute, die auch neidisch sind auf YouTuber, aber ich kann euch nur sagen, es steckt auch ganz, ganz, ganz viel Arbeit dahinter. Und nur von YouTube alleine kann ich ja auch nichts machen. Das heißt, da müssen auch noch andere Sachen dabei sein, die auch noch Zeit nehmen. Und daher ohne Fleiß kein Preis. Und deswegen solltest du auch artig in der Schule lernen, dass du nicht so endest wie ich. So, also wenn wir so Arbeitstage von 8 bis 22 Uhr das ganze Leben zu machen, ist wahrscheinlich auch nicht cool. In der normalen Firma ging das, glaube ich, auch gar nicht wegen hier, wie heißt das, Gesunderhaltungspflicht. So, den reparieren wir mal kurz. Den brauchen wir auch gleich wieder. Da könnten wir theoretisch, warte mal, Mischfutter bringt hier nichts bei den Schafen, ne? Nö, die sind jetzt bei 20%. Sauberkeit, klar, müssen wir drauf achten. Aber wie viel werden die denn dann brauchen, wenn wir die jetzt bis oben in voll haben? Das wird ja Wahnsinn werden. So, dann würde ich hier gerne noch eine Halle hinstellen und den Rest möglicherweise in eine Wiese umwandeln. Der gute Wusel hat den Vorschlag gemacht, dass man ja hier mit dem Grubber auch umgrubbern sollte. Lieber Wusel, die Felder zum Beispiel zum Rand hin erweitern, bringt aber nichts, weil dann der Helfer ja desorientiert ist. Ich kann dann kein Gras ansehen, weil dann der normale Erntehelfer das ja nicht versteht. Also ich würde mir, glaube ich, die Fahrwege des Helfers sind ja ohnehin schon unergründlich in dieser Version. Ich glaube, da würde ich mir das noch mehr mit kaputt machen. Das möchte ich eigentlich ehrlich gesagt eher lieber nicht. Wir könnten auch hier die große Halle mal ausprobieren, was ja eigentlich passen würde zum Megaprojekt, große Halle zu nehmen. Aber wie gesagt, nächstes Ziel ist jetzt das Feld und da müssen wir jetzt drauf hinarbeiten. Da müssen wir nicht, aber wollen wir. Und natürlich auch wieder hier Gras mähen und so weiter. Denn, ja, BGA bringt natürlich einiges. Ist halt so. Mal kein Hehl rausmachen. Aber jetzt, wo wir auch wissen, mit dem Soja, danke auch nochmal den Zuschauer, dass das halt das meiste bringt, sollten wir natürlich davon auch Gebrauch machen. Und da sind unsere Schafe. Oh, das ist toll. Also, wir haben sie mal ausgelassen, aber die sehen so gemütlich aus. Was? Ich glaube, ich hatte auch noch Sachen im... Jetzt auch noch Sachen... Ach, guck mal, jetzt bis oben voll! Boah. Ich glaube, ich hatte auch in der BGA noch Sachen eingefüllt. Das heißt, da kriegen wir ohnehin noch was raus. Es wird auch vorgeschlagen, ich könnte ja auch das hier Dings, das Zeug alles häckseln. X-Disc und da ein Anhänger dahinter. Ich glaube, das geht sogar. Also mit dem Big X. Aber da müssen wir ja auch, ne? Da müssen wir den Big X holen. Nee, warte mal, Schwarzfräsen geht nicht mehr. Ha! Nee, geht ja nicht mehr.
Siehst du, da hätten wir fast wieder hier. Das haben sie ja rausgepatcht. Bei Schwarzfriesen war natürlich auch wirklich eine Geschichte. Kann ich ja kurz erklären, für die jetzt vielleicht neu sind und auch ein bisschen informiert sein sollen, wie das wirklich auch funktioniert. Man konnte hier ganz normal, ne, die Strohschwart oder Heu, Grasschwart machen. Und dann mit dem Big X da durchfahren, das häckseln und das dann in die BGA, Silage raus zum Beispiel machen. Und das Ding war, das hat halt echt viel Geld gebracht. Und zwar so viel, dass sich das halt am meisten gelohnt hat und haben das alle gemacht. Und das ist natürlich immer ein Problem. Das willst du als Spielentwickler auch nicht haben. Und ja, das war halt so, dass das Blizzard, wollte ich schon wieder sagen, dass Giant sich dann sagen musste, ja, dann müssen wir das halt lassen und rauspatchen. GN geht nicht. Und in dem Zuge ist natürlich dieser Einarbeitquelle weggefallen und die haben sie nicht für diese Version des Spieles dazugeholt. So, dann wurde immer gesagt, hier, mach doch mal, verbinde doch die beiden Felder, du kannst die auch verbinden. Leute, ich spiele das Spiel seit so vielen Jahren, ich weiß, dass ich das kann, aber ich traue dem Helfer so wenig. Und zum Zweiten mache ich mir Sorge, da vorne ist ja dieser Weg. Und aber eine Sache könnten wir wirklich mit dem Flug machen hier, fällt mir gerade ein. Wir könnten dieses Feld hier mit dem Flug bis zur Straße zum Beispiel verlegen. Oh, da fällt der Helfer die Klippen runter, aber und auch hier hinten raus könnten wir das Feld vielleicht noch vergrößern. Was ich euch aber als Tipp geben kann, ist, hier immer bei sowas hier am äußersten Ende anzufangen, wo der Helfer starten könnte. Also so quasi, ja? So. Weil dann ist Warteplage aktiv. Hoffe ich. Weil dann nimmt er das hier noch mit und funktioniert trotzdem als Helfer, ne? Das ist natürlich sehr praktisch. So, dann habt ihr gesagt, ich soll mal gucken, ob ich immer noch den großen John Deere hier habe, weil bei einigen ist es so, dass durch den Patch die Konfiguration der Fahrzeuge zurückgesetzt wurde. Was ist denn da los? Gucken wir mal. Guter Hinweis, vielen Dank dafür. Aber es ist noch der 450, also bei uns ist das nicht passiert. Gut. Dann würde ich sagen, geht's wieder ans Grubbern. Beziehungsweise wir müssen ja nicht abgeerntet, Pflügen nicht erforderlich. Unkraut haben wir auch nicht. Wir haben aber keine Direktsaatmaschine, das heißt, da können wir direkt wieder ins Grubbern gehen. Ja, was ich mit den Ballen mache, das ist auch eine gute Frage. Und ich will gerne so fluglos werden, wirklich. Huch. Ja, 17 Minuten 30 übrigens, Daumen-Minuten-Projekt. Nicht ganz die 600 Daumen, immer konstant und keine 100 Kommentare. Bei 10.000 Aufrufen auf dem Video so im Schnitt ein bisschen dünn. Aber natürlich freue ich mich umso mehr über die da mitmachen. Vielen Dank dafür. So, dann wurde noch gesagt hier mit dem Springen und so, was man da ab und zu sieht. Das ist eine Sache des Level of Details, das kann man einstellen. Ich habe das ein bisschen runtergedreht wegen der Aufnahme und so. Aufnahme ist immer ein bisschen greedier an PC-Voraussetzungen als viele andere Dinge. So, in Gruber können wir keine Felderstellung machen, ne? Nee. Was man machen könnte, ist hier diese... Ja, wobei man das auch sehr schön machen könnte. Wollen wir diese Felder nochmal vergrößern? Das ist ja alles ungenutztes Land hier. Aber das sieht hinterher nicht schön aus, ne? Und so viel bringt das ja nun auch wieder nicht. Dann dreschen wir mal eben selber hier. Das ist ja mit dem Helfer nicht zu ertragen, diese letzten Ecken immer.
Ja, ich werde auch immer wieder gefragt, wie sieht es mit Cosplay aus? Cosplay ist in Entwicklung, aber es sind bei diesem Mal leider sehr, sehr viele Sachen geändert worden durch Giants. Und da müssen halt sehr, sehr viele Sachen jetzt angepasst werden. Das heißt, anders als damals wird das mit Cosplay noch ein bisschen länger dauern, aber ihr wisst ja, sobald eine Version da ist, wo die Entwickler auch sagen würden, die darf man jetzt wirklich auch zeigen. Damals ging es ja dem einen oder anderen YouTuber einfach nur um Klicks, möglichst maximal die Klicks rauszuholen. Einfach ohne Rücksicht auf das, was die Entwickler wollten, da Versionen raushauen und selber zum Download anbieten. Ah, ist das widerlich geworden manchmal. Wir haben uns dran gehalten. Und ich hoffe, die Pizza war auch lecker. So. Und dann geht's hier weiter mit Soja. Soja sehr, sehr einträglich. Ertragreich ist das Wort, was ich suche. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin ja nicht blöd. Warum ich in letzter Zeit auf dieses Wort nicht komme. Irgendwas ist da mit My Little Brain out of order. Bis bei dir schon länger. Danke. Vielen Dank. Gut. Na, also den brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt dafür. Dann können wir mal eben kurz nochmal schauen, dass wir den Tigo an den Start kriegen. Da wurde auch gesagt, hol dir doch den Sweeter Maker. Das können wir gerne demnächst machen. Aber das bringt nur nicht viel Unterschied. Ich kann es gleich nochmal zeigen. Und das Rätsel um den Überladewagen wurde uns mittlerweile auch aufgelöst. Also vielen Dank dafür. Ich wollte euch jetzt einfach nochmal zeigen, wie groß hier der Unterschied ist zwischen das, was wir hier auf dem Rand hier aufheben und das, was wir den auf dem Feld aufheben. Aber also Strohfahren und so jetzt 50 Folgen lang hin und her, das werde ich natürlich nicht mehr mit euch machen. Das gehört nicht in einen Playtest und auch nicht in XXL rein, Mega meine ich. Aber natürlich, ne, jetzt hier sind alle Maschinen am Start. Hier geht's voran sozusagen. So, dann die Pickup-Trommel runter. Können wir uns auch hier den Feldabstand so ein bisschen verändern, ne? Wenn man zum Beispiel auf, was macht man, für die das jetzt nicht wissen, aber wenn du zum Beispiel Hochsilo hast, also Fahrsilo, also Dings, ne, was wir in der BGA machen, und du fährst damit im Ladewagen, fährst du da drauf und kippst ab, und dann ist es häufig so, dass am Anfang das dann ziemlich steil hochgeht. Dann willst du halt nach Möglichkeit nochmal irgendwie eine Möglichkeit haben, den Ladewagen noch weiter anzunehmen, als die Pickup-Trommel ohnehin schon unten ist. Das ist dann relativ, relativ praktisch. Ich weiß nicht, was mit dem Zug los ist, aber der macht das, was ich mir ansonsten von so einem Addon gewünscht hätte, dass es das tut, nämlich den Zug anhalten. So, auch hier würde ich dann sagen, wir könnten so ein bisschen das Feld vergrößern, aber wenn man jetzt zum Beispiel, die Idee von Wusel war ja, ne, dass wir das rechts und links von diesem Feld dann auch vergrößern, dann kommt der Helfer total durcheinander, glaube ich. Eigentlich eine gute Idee, aber ich traue dem Laden nicht. Wir könnten noch mal überlegen, ob wir den Big M haben wir jetzt ehrlich gesagt ja gesehen und es ist ja auch eigentlich mit die größte Maschine. Ich würde aber gerne auch überlegen, ob wir vielleicht den Big M eintauschen gegen die normalen Maschinen und das dann auch mal selber machen, beziehungsweise den Helfer machen lassen. Also mit einem großen Flügelmähwerk, mit einem großen, riesengroßen Schwader und so weiter. Hätte auch seinen Reiz, ehrlich gesagt. Das sag ich jetzt halt ehrlich gesagt. Ich habe das Ganze in der Regionalkonferenz geguckt, ne? 20 Stunden, weil ich möchte mich natürlich als Wähler auch darüber informieren, wer dann die Geschicke der CDU tragen wird. So, wir gucken mal. Der hier hat 8,4 Meter und 3,1. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Big M deutlich breiter ist. Dann wäre das ja auch gar nicht Max übrigens, ne? So, warte mal. Wir haben falsches Menü, wie immer. Ja, ein bisschen. Hatten wir damals, glaube ich, schon geguckt, ne?
Dann müssen wir von den Kosten gucken. Weil, also, mega soll auch sein, dass wir die Maschinen auch mal durchtauschen, ne? Wenn wir jetzt die nächsten 100, weil wir, folgendes Problem, ich erkläre euch das mal kurz. Wenn wir jetzt hingehen, also 42 Millionen, das finanziell geht das, wenn wir jetzt hingehen und so ungefähr immer von allem die besten Maschinen holen, was für ein Resultat hat das? Richtig. Wir haben kein Geld, um andere Maschinen zu holen, die auch mal zu sehen, weil wir immer auf den Maschinen hängen bleiben. 110.000, 9,1. Das ist natürlich auch geil, ne? 14,8. Boah. Von finanziellen her würde es sich, glaube ich, ausgehen. So, also stell dir vor, wie wir das machen, ne? Wir würden auf den größten Maschinen fahren. Dann hast du das Problem, dass wir nur die größten Maschinen sehen und sie anderen nicht leisten können und dann nirgendein Wechsel drin ist. Das ist natürlich auch blöd. Also Schwader maximal 110, aber eher hier der hier, weil der ist halt zum Angucken mal cool. Aber der hier ist halt 62.000. Dann haben wir die Mähwerke und für den Big Huch und für den Big M würden wir jetzt bekommen 200, ja. Damit hätten wir auch das Feld dann wieder. Wäre natürlich kein Selbstfahrer, ne? Wären aber die Trecker besser ausgelastet. Im Moment steht immer ein Trecker rum, muss man auch ganz klar sagen. Ich weiß aber nicht, ob der Kuhfleckentrecker die Mähwerk-Kombi fahren könnte. Müssen wir mal schauen. Ne? Also jetzt die nächsten 30 Folgen immer wieder den Big M zu sehen, ist ja auch nicht unbedingt so. Weißt du? Hätte auch hohe laufende Kosten. Und dafür ein bisschen weniger. Ich glaube, das machen wir. Aber dieses ganze Feld hier könnten wir zum Beispiel dann Gras machen. Und das können wir auch noch erweitern. Also das, da, bei diesem Feld hier würde ich dann eher sehen, Wusel, dass wir das mit dem Pflug erweitern. Idealerweise hätten wir da schon Cosplay, weil Cosplay das natürlich kann. Ja, die Leute, in der nächsten Folge werden wir dann XXL-technisch, mega-technisch, ultra-hyper-affen-geil Soja verkaufen. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, mehr Daumen, mehr Kommentare, Daumen-Minuten-Hashtag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuschauen.